Spitzen zwei Zeitzeugen, die von 94 berichten kann, wart ihr satt. Ihr wart aber 90 nicht dabei. Wir waren ihr wart Weltmeister. Keine Weltmeister. Also wart ihr die Hungrigen und die anderen waren satt. Ja, wir haben es ja 96 dann gerichtet, also das war ja auch okay. Ja, das zählt jetzt. Ja. Also ich war ja nicht so lange dabei. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Meine Zeit war ja relativ kurz. Deswegen ist es schwierig für mich, diese Frage zu beantworten. Ja, aber du konntest dich ja nicht so ganz lösen. Du bist ja nur die Nachbarschaft gezogen. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wem hast du ein Trikot gegeben? Also ich finde das gekniffen, mit Verlaub gesagt, denn du warst bei der Vorbereitung dabei, du warst bei den Spielen der Vorrunde dabei, du bist im Grunde genommen kurz vor Ende des Ausscheidens der Mannschaft abgereist, also du könntest schon was sagen, ja, was damals gehakt hat. Zwei Spiele waren aber dann noch, ne? Das war das dritte Vorrundenspiel, ne? Also Fakt ist, die Mannschaft Südkorea. Damals, ich meine, das Südkorea weiß übrigens. War natürlich, die liegen uns stärker, weil wir haben den ganzen, ich sag mal, Osten dazu bekommen. Matthias Sammer, Ulf Kirsten war dabei, Thomas Doll. Also wir haben eine unglaubliche Qualität dazu bekommen. Aber das heißt ja nicht unterm Strich, jetzt sind sie besser von der Qualität her, jetzt werden sie den Titel gewinnen. Da kommen so viele Faktoren zusammen, um diesen Titel zu gewinnen. Du brauchst das Quäntchen Glück, was Frankreich schon im ersten Spiel hatte. Und dann muss es einfach auch laufen und die Stimmung muss gut sein. Und da sehe ich schon Probleme im deutschen Team. Ja, spielt die Vorbereitung eine Rolle für dich jetzt? Die Vorbereitung? Ja, die jetzt war. Nein, die ist abgeschlossen. Oder die Testspiele oder was auch immer. Nein, die ist abgeschlossen. Aber das Problem oder die Päckchen, die die Nationalmannschaft einfach mitträgt, das sind die zwei mit Gündogan und mit Özil. Da kann man nicht einfach sagen, ach, das sollen die jetzt mal wegschieben. Die Situation wird ja kommen, dass entweder einer von Anfang an spielt oder eingewechselt wird. Und dann ist die Frage, wie gehen erstmal die Spieler damit um und wie handelt es Jogi Löw? Das ist ganz entscheidend. Also nochmal zu 94, wenn die beiden Spieler, die im Kader standen, mauern, muss ich sagen, ich war damals als Journalist dabei, es hat einfach im Team nicht gestimmt, aus vielfältigen Gründen, das wisst ihr genau. Und dann kam eben die Quittung, natürlich musst du da das anders argumentieren, aber es war so. Und ich denke, das ist jetzt auch ein Vorteil in diesem Jahr, trotz der Affäre Gündogan, Özil, muss man sagen. Der Kader ist von Jogi Löw bewusst so ausgesucht worden, wie er ist. Es ist ja für ihn immer ein Kriterium, dass das Team zueinander passt, auch eine gewisse Harmonie drin stimmt ist. Stimmt die mir schon, gell? Ja, aus meiner Sicht stimmt sie. Ich kann auch seine Personalentscheidungen nachvollziehen.